Hey Freunde, ich will euch heute mal zeigen, wie man einen Buttshaker baut für den Playseat, dass ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr Rennspiele spielt und über die Curbs fahrt, dass sich dann der Sitz vibriert und so weiter, weil diese Motion Seats sind ja sauteuer und so kommt man wenigstens ein bisschen in den Genuss, einen Playseat zu haben, der so ein bisschen dieses Fahrgefühl auch über den Körper erfüllen lässt. Dazu schließt ihr halt die PlayStation an einen Bass-Vorverstärker an. Ihr braucht dazu auf jeden Fall diesen Digital- auf Analog-Konverter. Und zwar ist nämlich das Problem, dass die PlayStation 4 keinen analogen Ausgang hat, aber dieser Bassverstärker halt einen analogen Eingang hat, wie die meisten auch, über Cinch-Kabel. Ihr müsst also mit eurem optischen Kabel hier rein, hat auch eine eigene Stromversorgung, kommt dann hier wieder raus und schließt das Ganze dann hier oben in Line-In wieder an. So, ihr habt dann hinten ein ganz normales Boxenkabel, das schließt ihr dann an den Bass-Shaker an, ganz normal plus minus. Und dann sollte das Ganze auch soweit verkabelt sein. Ja, soweit die Theorie. Ich zeige euch jetzt mal, wie das bei mir am Playseat angeschlossen ist, wie es montiert wurde oder wo es montiert wurde und was man da einschalten kann, weil es ja noch Crossover und Level. So, wenn ihr alles soweit angeschlossen habt, schaltet ihr das Ganze hier ein. Und hier kann man halt noch einstellen, die Bassfrequenz und wie hoch der Level ist von der Bassbox. Das könnt ihr dann während des Spielens am besten einstellen oder herausfinden, wie es bei euch am besten läuft. Ich zeige euch jetzt noch eben, wo ich es an meinem Playseat montiert habe. So, und die Box habe ich dann mit selbstschneidenden Schrauben in die Base von dem Sitz montiert, weil man unter dem Sitz halt diesen Hohlraum hat. Dadurch spürt man halt die Vibrationen am besten, kommt richtig gut rüber. Und wie das Ganze dann bei voller Fahrt aussieht, zeige ich euch jetzt. Ja, man spürt also sehr gut, wenn man über die Curbs fährt. Ein Motorsound. Das Besondere an der Sache ist halt, dass man nicht jede x-beliebige Box nehmen könnte oder einfach eine Box anschließt, weil hier der Bass rausgefiltert wird. Der ist halt ausschlaggebend für den Motorsound und für die Fahrt über die Curbs. Wie intensiv man das haben möchte, muss man dann selber herausfinden, wie gesagt. Aber es macht schon sehr viel her. Weil wie schon erwähnt, ist natürlich dieser Motion Seat erstmal für die PlayStation gar nicht realisierbar. Funktioniert jetzt ja nur auf irgendwelchen High-End-PCs, dass man sich einen Seat kauft, der wirklich Bewegungen und so weiter überträgt. Kostet dann, ich glaube, ab 10.000 Euro. Hier hat man so einen Wermutstropfen, hat dann auch noch ein bisschen das Feeling. Lässt, ist der Bass direkt weg. Der Sound wird auch weniger. So soll es sein. Ich werde jetzt noch kurz einen Einschlag demonstrieren.
auch sehr nice. Ja, also meiner Meinung nach ist dieser Butt Shaker oder besser Butt Kicker eine coole Sache. Ist, wie gesagt, aus dem Heimkino-Bereich. Gebt, wenn ihr das, wenn ihr Vergleiche sucht bei YouTube oder bei Google, Butt Kicker lieber ein. Wenn ihr Butt Shaker eingibt, dann tauchen eh nur irgendwelche Latinas auf, die mit dem Hintern wackeln. Und das ist ja nicht ganz der Sinn der Sache. Ja, ist relativ leicht anschließbar. Die Komponenten, die ihr braucht, oder die Hardware, werde ich dann noch in der Videobeschreibung mit angeben, was ihr alles dafür braucht. Ich finde, es macht sehr gut was her. Ist eine sehr coole Sache. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ein bisschen Aufschluss gegeben über den Butt Shaker für die Playseats. In dem Sinne, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Und ja, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich einfach, ist kostenlos. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Rocket Channel. Bis bald.